glaube, mein Buch ist kaputt. Ich gucke es die ganze Zeit an und bin immer noch nicht klug. Oh, Bücher guckt man doch nicht an. Man liest sie. Psst, es gibt hier Leute, die lernen wollen. Okay, Hirn, lass uns mal lesen. Es war einmal. Das war's. Mir reicht's. Ich hau ab. Ich geh Fernsehen gucken. Hey, wo willst du denn hin? Das war so nicht abgemacht. Ich kündige. Du kannst nicht kündigen. Ohne Gehirn werde ich diesen Test auf keinen Fall bestehen. Bitte, ich brauch dich. Wir bestehen niemals. Ich bin zu blöd. Dann werde ich dich jetzt endlich klug machen. So wie Darwin. Sir, Sie haben da ein bisschen Tinte im Gesicht. Bist du sicher, dass du sonst nichts mehr möchtest? Du kriegst, was du willst. Na ja, kann ich 2 Dosen Limo kriegen? Schnell, Richard, Kühlschrank. Oh, und ein paar Gummibärchen. Aber nur die gelben. Okay. Haben Sie wirklich nichts anderes zum Anziehen, Mrs. Waterson? Bitte, Schätzchen. Sag doch zu uns Mom und Dad. Ich kann nicht. Es ist zu schwer. Bitte zwing mich nicht. Hast du es nicht satt, so dermaßen nutzlos zu sein? Seit Jahren immer nur Demütigungen und Beleidigungen. Weißt du nicht mehr? Für dich wieder nur eine 5. Okay, ich bin bereit. Dann beweise es. Na, das kann ja dauern. Die hellste Kerze war ich nicht. Mir war Respekt, wer zahlen bricht. So viele Hürden waren mir im Weg. Und Lernen schien mir ein sehr schmaler Weg. Doch plötzlich macht es Klick im Gehirn. Und fortan bot ich der Dummheit die Stirn. Und ich nahm, was da kam, begann Bindungen zu entwirren. Du musst dich konzentrieren, denk nach. Tust du's nicht, dann liegt dein Gehirn brach. Konzentrieren, denk nach. Und zu Ende ist bald deine Sprache. Die gestern noch die Größen waren, wünsch ich heute am liebsten um dich an. Denk, denk, denk. Du musst dich konzentrieren. Oh. Ich will den Intelligenztest machen. Du hast nicht das Gehirn eines Genies, Waterson. Das werden wir ja sehen. Komm schon, Gehirn. Zeig mal Rektor Brown, was du drauf hast. Was zur... Sag mal, hast du sie noch alle? Du solltest eine Gleichung lösen oder sowas. Oh. Entschuldigung. Ich hatte es mir kleiner vorgestellt. Ich hab grad viel trainiert. Hey Leute, wollt ihr was Popcorn? Dad, kann ich heute Abend Moms Auto haben? Natürlich, Sohn. Alles, was du willst. Mann, mein Dad ist echt ein anständiger Kerl. Mom? Was geht hier vor sich? Oh, nun ja, das ist euer neuer Bruder, Rockwin. Was geht? Ist ein Scherz, oder? Komm schon, lass es uns einfach ausprobieren. Nur mal so kurz. Es funktioniert nicht! Du hast recht, es geht nicht. Nochmal! Nein, es funktioniert nicht. Ich vermisse David so sehr. Ich habe diesen Intelligenztest ausgefüllt. Ich habe ihn in einer Fernsehzeitung gefunden. Mich hätten sie mitnehmen sollen. Dann ist Darwin gar nicht genial? Nein, aber ich. Darwin! Hallo! Der gehört wohl zu Ihnen. Juhu! Da bist du ja wieder! Der Junge ist wieder da, na endlich! Ich möchte nie wieder weggehen. Na, wenn das kein perfektes Happy End ist. Nicht so schnell. Ich fand mein Buch so toll, ich habe ein Lied darüber geschrieben. Mein Buch hat einen breiten Rücken, dazwischen viele Seiten. Darauf stehen die allerklügsten Worte aller Zeiten. Die
Die Seiten sind gezählt, alles stimmt genau. Wenn ich so sitze und lese, fühle ich mich unheimlich schlau. Wie das Papier sich schon anfühlt, die Tinte riecht gut, schon fängt mein Hirn an zu denken, was es sonst nicht so tut. Dieses Buch, Baby, ist einzigartig und toll. Dieses Buch ist meins. Warte, Raven! Was? Wir haben alle unsere Bücher ausgelesen. Und? Wir brauchen noch mehr Lesestoff. Dann tauscht doch einfach eure Bücher. Das ist abartig, regelrecht widerwärtig. Dann weiß ich auch nicht. Unsere Augen hungern nach Wörtern, die in bestimmter Reihenfolge Sinn vermitteln. Schnallst du das nicht, Kleine? Wir sind süchtig. Süchtig nach Lesen! Du musst uns mehr Bücher besorgen. Du kannst uns nicht anfixen und dann einfach den Hahn abdrehen. Lesen ist lebenswichtig. Reiß dich zusammen. Oh, das ist übel. Das ist wirklich übel. Ich spüre förmlich, wie meine Fantasie erlischt. Und es tut weh. Es müssen doch mehr Bücher irgendwo hier rumliegen. Teilen wir uns auf. Titans, go! Keine Bücher hier drin! Was geht ab, Leute? Schaut her, schaut her! Ich habe eins gefunden! Warte, das ist ein Comicheft! Ist ein Comicheft nicht auch eine Art Buch? Es zählt nicht, wenn Bilder drin sind! Ah, das könnte niemals unsere Fantasie anregen! Ich glaube, ich höre ein Buch da drin! Ich glaube, ich habe ein schweres Déjà-vu gerade. Auch nichts. Ich wittere ein Buch. Bingo! Oh, wer ist ein braver Junge? Wer ist ein braver Junge? Bist du sicher, da ist ein Buch drin? Das werden wir ja gleich rausfinden. Da ist ein Gesicht drauf! Ich stehe auf Gesichter! Oh, Freude! Ich glaube, es lächelt mich an! Lesen wir es! Und, habt ihr noch ein Buch gefunden? Sogar mit Gesicht! Nicht das Buch, das dürft ihr nicht lesen! Aber wir müssen! Es wird unsere Fantasie anregen! Aber nicht positiv, das Buch ist böse, deswegen habe ich es vergraben! Zu spät! Ihr durftet es nicht aufschlagen. Es setzt alles frei, was ihr euch vorgestellt habt. Und wie können wir es aufhalten? Irgendwie müsst ihr eure Fantasie ausschalten. Ich schaffe es nicht. Warum musste die Biografie von Benjamin Franklin nur so mega spannungsgeladen sein? Die Bücher haben unsere Fantasie viel zu sehr angeregt. Zu machen, das könnte unsere Fantasie vielleicht wieder ausschalten. Das ist es. Wir müssen den Spaß am Lesen vermiesen. Oh, no! Wer fängt an? Die Prämisse, dass ein Mann auf einmal unsichtbar wird, ist tierisch weit hergeholt und setzt eine extreme Leichtgläubigkeit des Lesers voraus. Oder so. Es rutscht mir weg. Regenbogeneinhörner. Die ungekürzte Geschichte der Regenbogeneinhörner. Oh Mann, ich habe gerade mal den Titel geschafft. Hör zu, Mann. Eines Tages habe ich vielleicht Kinder, die halb Regenbogeneinhorn sind. Und da muss ich doch wissen, wovon meine Babys abstammen. Also, Mann.
Regenbogeneinhorn. Regenbogeneinhorn. Oh. Hey, der Tisch wackelt ein bisschen. Nur der verschollene Glitzergoblin der Nebelberge kann ihn reparieren. Kumpel, ich würde wirklich gern irgendein erfundenes, abgefahrenes Abenteuer mit dir erleben, aber ich muss das hier lesen. Und deshalb werde ich dich von nun an einfach ignorieren. Ich erfinde nie Abenteuer. Jake, das weißt du genau. Jake, ich erfinde keine Abenteuer. Bücher, Kinder, Rinder, Inder, Minder, Linder, Winder, Finder, Binder, Schinder. Oh nein! Kaputte Bücher? Wer hat das getan? Sst, Ruhe! Entschuldigung, ich werde diese zerstörten Bücher rächen. Das muss ich Jake erzählen. Hallo? Ist da hinten jemand? Steckst du fest? Ruhe! Sst! Hallo? Wow! Aus den Büchern hier kommen Seiten! Sst! Wer seid ihr, Freunde? Wir sind die Papierlinge! Ich bin Papierpiet, der Anführer der Papierlinge. Aber du kannst mich Pipi nennen. Oh, ich nenne dich lieber Piet. Okay! Was macht ihr hier in dieser Bibliothek? Wir sind die geheimen Wächter der Bücher in dieser Bibliothek. Ist dir aufgefallen, dass in alten Büchern die erste Seite immer leer ist? Ja. Das sind wir. Wir offenbaren uns dir, edler Riese. Weil du unseren Schmerz gespürt hast, als du die kaputten Bücher gesehen hast. Wir durchleben wahrhaft schwere Zeiten. Unsere Feinde, die Moderlinge, werden mit jedem Angriff stärker. Sieh nur, was sie gestern angerichtet haben. Sie zerstörten das Teddybär-Spaßbuch. Wow, ja. Ihr erklärtes Ziel ist es, einfach jedes Buch in dieser Bibliothek zu vernichten. Nein, auch das Regenbogen-Einhorn-Buch? Ja. Das muss ich Jake sagen. Geht nicht weg, Freunde. Okay. Hey, Bruder, ich habe ein Abenteuer und es ist nicht ausgedacht. Da sind diese Papierlinge und sie kamen aus Büchern und sie sind wie kleine Tiere gefaltet. Hörst du mir überhaupt zu? Sst. Glaubst du, ich denk mir das aus? Ich werd's dir beweisen. Finn, du Nervensäge! Jake, gleich kannst du sie sehen. Eben waren sie noch da. Papierlinge? Wieso habt ihr euch denn gerade Jake nicht vorgestellt? Wir wollen nicht, dass jemand außer dir von uns weiß. Wir sind die geheimen Wächter. Die geheimen. Ja, aber Jake ist ein kräftiger Riese. So wie ich. Er kann für euch kämpfen oder sowas. Aber zuerst muss er euch kennenlernen. Ihr wollt doch sicher, dass euer Volk gewinnt. Ja, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Na, dann kommt mit mir mit. Jake, sieh her. Er liest gerade ein Buch. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Das werden wir. Und zwar als tanzende Blumen. Hupa! Okay. Jake, die Papierlinge tanzen für dich. Sieh nur eine Sekunde hoch. Finn, du kannst wirklich süß Stimmen nachmachen. Aber jetzt lass mich einfach lesen, Mann. Wenn wir was von einem Monster tragen, werden wir vielleicht auch zu Monstern. Du kannst sie doch fühlen, oder? Ich fühle nur, dass du mir an den Haaren ziehst. Jetzt zieh doch mal einen Moment hoch. Los! Papierlinge, es tut mir leid, aber mein Freund benimmt sich wie ein Idiot. Okay. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen wieder in die Bücherregale, um uns auf den Angriff der Moderlinge vorzubereiten. Ich glaub's nicht, dass du zum ersten Mal in eine Bibliothek gehst. Wieso? Na, weil in Bibliotheken das ist, was du am liebsten hast. Lest mehr. Bücher! Shh. Bücher! Also gut, Zeit, diese Bücher wegzuhauen. Oh, was haben sie dir getan?
Ich verschaffe mir einen Vorsprung für die 7. Klasse. Jetzt wird der Unterricht ein bisschen schwerer und ich will vorbereitet sein. Kannst du das nicht alles auf deinem Handy nachlesen? Ich ziehe nicht mehr nur aufs Internet für Informationen. Das hat mir mal einen ziemlich abwegigen Aufsatz über Waschbären und ihren Hitzeblick eingebracht. Waschbären haben einen Hitzeblick? Sieh dich ein bisschen um, während ich schon anfange. Es wird dir gefallen. Hier sind tonnenweise Bücher. Okay, bis gleich. Sachbücher? Irre. Oh. Hui. Wow, sogar die ganz unten sehen cool aus. Hm? Was machst denn du da unten, kleiner Kumpel? Kein Titel. Wow. Conny! Guck! Kein Titel? Das Tagebuch vom ersten Mad, Buddy Budwig. Meinst du, das ist echt? Ja. Jamie hatte doch dieses Theaterstück wie Buddy mit dem ersten Bürgermeister Dewey Strandstadt entdeckt. Außerdem sind da sogar Bilder von Gem-Orten drin. Oh, im Ernst? Vergiss die Schule. Her damit. Das müssen wir uns ansehen. Ja. Buddy Budwigs Tagebuch. Nachdem wir dem sicheren Untergang knapp entronnen waren, gründeten Captain William Dewey und ich, sein erster Mad Buddy, das herrliche Strandstadt. Captain Deweys Vermächtnis war damit zementiert, in Bronze. Und ich fragte mich, was mein Vermächtnis sein würde. Würde man sich an meinen Namen erinnern? Oder würde er fortgewaschen vom Ozean der Zeit? Ich stell mir Buddy als Jamie vor, wie er ganz traurig ist. Oh ja, Drama pur. Nein. Ich schwinde nicht dahin. Ich scheide nicht als einfacher Mad. Ich werde etwas Großes vollbringen. Ich werde den Globus nach Wundern durchforsten. Und so begann es, das neue Kapitel in meinem Leben. Ich würde das bisher Unentdeckte entdecken und meinen Namen unsterblich machen. Ich reiste viele Tage und Nächte, bis ich mich schließlich an einem höchst wertvollen Ort wiederfand. Oder sollte ich sagen, einem schwertvollen Ort. Er war durchwachsen mit duftenden Riesenerdbeeren, so groß wie ein Kopf. Wer mag solche Waffen geschwungen haben, fragte ich mich. Und in welcher Schlacht mögen sie geschwungen worden sein, grübelte ich. Ich fuhr damit fort zu zeichnen, in Konzentration versunken, als ich plötzlich die Berührung einer vertrauten Hand spürte. Ahoi, seid gegrüßt. Es waren zwei der Crystal Gems. Hätten die Gems damals nicht auch anders ausgesehen? Ja, definitiv. Es waren zwei der Crystal Gems, des Captains Retter vor dem Seemonster. Und nun retten wir euch auch. Aber ich bin nicht in Gefahr. Ich bin nur ein einfacher Reisender, der möchte, dass sein Name bis in alle Ewigkeit unsterblich bleibt. Nun, reiset nicht hier, Reisender, denn hier lauert Gefahr auf euch. Nun denn, so reise ich woanders hin. Wartet, diese Welt ist voller Orte, die ein Mensch wie ihr meiden sollte. Hier sind nun alle Orte markiert, die ihr niemals unter keinen Umständen besuchen solltet, wenn euch euer kurzes Leben lieb ist. Nur die fähigsten, die wagemutigsten, die unvergesslichsten Entdecker würden's wagen, an diese fabelhaften Ziele zu reisen. Ja, genau das sagte ich doch gerade. Wie dem auch sei, damit wäre das geklärt. Lebet wohl! Das hieß, wenn ich diese Orte erforschte, würde ich auch noch als fähig und wagemutig in die Geschichte eingehen. Er hat den Kommunikationshub gezeichnet. Schimmerschnecken? Wie ist er auf diese Namen gekommen? Oh, mit der Statue der Mondgöttin lag er richtig. Ich fühle mich, als wäre ich wieder dort. Was ist das denn? Die Sänfte. Kenne ich gar nicht. Oh, wie es aussieht, war er im Kindergarten. Bald fand ich mich an den wundersamsten Orten wieder. Äußerst spitz. Und doch beschlich mich das Gefühl, dass meiner Reise etwas fehlte.